Pfefferspray-Attacke im Europapark Rust. Am Donnerstagnachmittag ist es zu einer Reizgasattacke im Europapark Rust gekommen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist im Einsatz. Der Auslöser: mehrere junge Männer hatten eine Auseinandersetzung in der Lobby eines Hotels. Einer der Männer versprühte plötzlich Pfefferspray. Durch das Reizgas, was sich daraufhin in der Luft des Hotels befand, also im geschlossenen Raum, das hat sich dort verteilt, wurden dann auch noch 25 weitere Gäste, also Unbeteiligte, in Mitleidenschaft gezogen. Leicht verletzt, wohlbemerkt. Warum es zu der Auseinandersetzung in der Lobby kam, ist unbekannt. Gegen die jungen Männer wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.